Sie dürfen nicht. Hallo Leute, hallo, sind wir wieder zurück, wo wir gestern aufgehört haben. Bei Mittelerde, Schatten des Krieges. Dann wollen wir doch jetzt mal diese Fliegen abschießen. Diese Steuerung manchmal fallen lassen. Danke. Zum ersten Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du, du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja, leuchtender Herr. Gleich hinterher schleichen. Nicht, dass wir jetzt wieder 1000 Eds gleich hinter uns herlaufen haben. Einer der Leibwächter war in der Nähe. Ganz sicher. Zurück in die. Hast du den falschen Uruk ausgesucht? Ja, aber nu? Ach so, die Spur hier wieder folgen. Wir suchen was. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja, wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Während der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Castamir. Ja. Wollen wir mal weiter. Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Der garstige Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Wir sind nah dran. Da hoch, dahinter. Ihr findet ihn. Hinten liegt doch etwas, oder? Oder laufe ich gerade falsch? Okay, wir sollen hier hoch. Ach. Da liegt's doch rum. Den bringen wir aber eben kurz um. Dann macht der nur wieder Theater. Geht's nur mehr so? Und ich suche die Leiche. Von einer Morgul-Klinge. Genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Da steht noch einer rum. Hungrig. Jetzt nicht mehr. Weiter Gollum folgen. Los, lassen bitte. Danke. Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Lauf, Gollum. Wir bringen euch dahin, wo der nächste ist. Dumme Orks sehen Gollum nie. Wir schleichen rum und hören ganz viele Dinge. Halt! Orks kommen! Verstecken! Er hat panische Angst vor Morgul. Die Patrouille besiegen, okay? Sagt der Trottel, der Angst vor Spinnen hat! Ja, weg mit dem ersten! Da geht's wieder rechts und links und. Aber durch beide rutschen. Geblockt. Auch geblockt. So. Das mit. Denen sich erledigt. Und folgen wir weiter im Gollum hier. Mögen die Fliegen nicht, mein Schatz. Besonders der Meuchler. Er rennt immer vor ihnen davon. Lauf, Gollum, lauf. Wir sind nah. Aber es gibt zu viele Ochse hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. Laufen wir einfach durch. Ein weiteres Opfer. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was. Du wirst gehorchen! Genau, gehorche!
Worum geht's nicht? Ach so. Verstehe nicht. Okay, markieren wir das Ziel. Den sollen wir wohl auf jeden Fall umbringen. Dann machen wir das mal. Der Meuchler ist nah. Gobu. Da ist er doch. So. Beschusssicher und stets auf der Hut. Okay. Die Giftwaffe hat er. Also Schleichtötung wird nicht funktionieren. Und beschusssicher ist er auch noch. Ist nutzlos. Würde mich nicht wundern, okay, wenn der dunkle Herrscher mir dafür dankt, dass ich den Platz dieses Trottels eingenommen habe. Ich könnte Minas Ithil viel besser einnehmen als er. Haltet sie von mir fern! Was ist das? Egal. Da bin ich nur mit den Dingern beschäftigt. Ach, was ist denn in deiner Hand? Ein klein wenig. Ich arbeite sehr gründlich. Wenn du mich aufhalten willst, muss ich dich enttäuschen. Ja, ja. Du wirst sterben, Kollege. Aber so davon. Und noch ein Enemy. Das war ja kein Gegner. Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Okay. Todesdrohung. Idril und Castamir sollten vorerst sicher sein. Moment, ich wollte doch die Rüstung mitnehmen. Die Belagerung von Minas Ithil wird an. Der Verland hier droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. Leibwächter vom Häuptling töten, okay. Gut. Wir sollten nach Minas Ithil zurück. Der Kampf wird nicht nur an der Front entschieden. Schon wieder etliche Kilometer weit weg. Ich gucke nochmal eben auf der Karte, ob noch irgendwas auf dem Weg liegt, was man vielleicht mitnehmen sollte. Was ist das da? Ein Monument. Nee, wir laufen jetzt erstmal hier zu der Hauptquest. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Begebt euch hinter ihm! Da wäre wieder so ein Wurm gewesen, aber... Laufen wir erstmal durch. Ich hoffe mal ein bisschen vorwärts kommen hier im Spiel. Okay. Hier den einen oder anderen Wurm, wenn er über den Weg einem läuft, nehmen wir natürlich da mit. Sehen nur nicht. Soll hier irgendwo sein? Du bist mein!
Genau, gib mir Informationen. Panische Angst vor Schleichangriffen, panische Angst vor Brutalitäten. Okay. Erzürnt durch Einfrierungen. Zack. Einmal die Rübe wieder weg hier. Da ist schon glatt der nächste. Decken wir den dann auch mal auf. Besonders für Bestienangriffe, okay. Der hat keine tödliche Schwäche. Der leidet schon durch Fernkampf, Hinrichtung, Schleichangriffe. Blutsbruder? Feuerbruder von einem anderen unbekannten Hauptmann. Okay. Keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Ja, ja, ich sterbe gleich. Halt! Ich habe etwas gesehen. Schick mal nach! Weißt du noch, der schwarze Tod? Ich war da, weißt du? Ich sah das Gesicht deines Sohnemanns, als wir ihn aufschlitzten. Ich hörte die Panik in der Stimme deiner Frau, bevor sie verblutete. Und jetzt beende ich das, was am schwarzen Tor begann. Amuk. Spezialischer Rausch. Rauchbomben. Egal. Den schaffen wir aber. So, jetzt hier rüber. Mach mich deiner Familie gleich. Aua. Nein, so nicht, Kollege. Ja, so schon eher. Oh, die mit ihren Teleportationsfähigkeiten. Schon nervig. Okay, da hat er mich getroffen. Und wieder getroffen. Aber diese ganzen Ads hier, die sind nerven. Ich weiß nicht, warum brennt der denn jetzt? Egal. Ach, da war es dieser perfekte Konter. Oder irgendein Skill. Ja, Gott. Zieht sich zurück. Oh, Feigling, du entkommst mir nicht. Wo ist er denn jetzt? Ach, brennt er wieder. Hat sich selbst entzündet. Aua. Verdammt, was hat mich denn jetzt erwischt? Also ich habe nicht vor, den zu entkommen zu lassen. Los, lauf! Du hast es geschafft und mich gefangen. Gut gemacht. So. Ich bin nur gefangen. Nach. Ja gut, dann nicht. Und jetzt stirb. Weg, du Mistvieh. Boah. Gib mir live. Bin eh voll. Stufe 10. So. Glücklicherweise ist er in die richtige Richtung gelaufen, wo wir auch hin wollten. Bleib nicht stehen! Saurons Heer wächst immer weiter. Die Männer Gondors müssen tiefer in Mordor hineindringen. Und zur Quest hinten. Was war das?
Nach. Soll ich die nicht packen, du sollst hier die Quest starten. Danke. Die Angriffe haben wir bitte. Schließ dich Baron an und trage den Kampf nach Mordor. Machen wir doch glatt. Baranor, dir sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen. Ein paar sind noch übrig, aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Gut, Humas. Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Du kriegst, als hättest du Erfahrung damit. Okay. Mehr als genug. Ich werde dir folgen. Für Gondor. Erst rein. Hab einen Handlanger hier. Was war das? Ah, schlaf mal Oma einen ab hier. So. Vielleicht Tötungen soll man machen. Einmal der Hinweis. Der Angriff auf die Mittelstadt war erfolgreich. Okay. Du nimmst. Hä? Ich dachte, so kann ich den. Nochmal jetzt. Du greifst den an. Ich nehme den. Ast rein. Ich habe gehört, diese Spinnen werden immer dreister. Umschwärmen Orks, als seien sie besessen. Das Gejammer von ein paar ängstlichen Maden. Das ist unser Tier. Einen noch, dann haben wir diese Zusatzquest auch erledigt. Und die hat nicht gezählt? Was ist das denn? Okay. Das ist am sichersten. Ja, steht ja auch. Er muss diese Schleichtötungen machen. So, jetzt haben wir aber die Zusatzquest. Laufen wir mal der Spur hinterher hier. Psst. Hast nichts gesehen? Du auch nicht? Oh. Und du natürlich auch nicht. Lass mal hier ein bisschen aufräumen. Hier ein Berittener. Oh, da ist er doch. Ich habe mich gerade gefragt, was ich heute zu Abend essen könnte. Und dann taucht ihr auf. Was für ein Glück. Flog. Von Gift. Vielleicht ist jetzt so ein Vergiften. Komm her. Ja, ich hab den Karagor gebrochen. Ich hab ihn glatt umgebracht direkt. Ja, der hat gerissen. Jetzt stirb! Aua! Stirb jetzt! Da spritzt das Blut.
So, wollen wir sehen. Es tut mir fast leid um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. So, die Mission haben wir auch abgeschlossen. Der Häuptling, den Baranor sucht, ist nur einer von vielen. Sie werden ihre Angriffe auf Minas Ithil fortführen. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. Markieren wir uns jetzt die nächste Quest hier noch. Nicht, dass wir wieder vorbeilaufen. Tankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Lass mich hierher. Ich hab's eilig. Wir haben noch keine Zeit. Okay, jetzt können wir mal zwischen umbringen. Was haben wir hier? Ach, ein Außenposten. Das gucken wir mir aber später an. Oder ne, den Außenposten machen wir jetzt mal. Wenn wir gerade schon mal da draufstehen. Nimm du seine Schildträger. Lohnung 0 EP? Was ist das denn? Egal, wir machen es trotzdem. Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel. Niemals. Keine Spinne kann so groß sein. Oh Mann. Weg mit dir. Was haben wir hier? Wollen wir uns kaputt machen? Dann machen wir das so. Ach, das war so ein Monument, das wir vorhin mal gelesen hatten. Gebrochen. Ah, geil. Was geht der ab hier? In die Rübe runtergekloppt. Wie geht der denn ab jetzt? Oh Mann. Egal, jetzt drauf hier. Hau sie um. Aber die überleben ganz schön viel hier, die Gegner. Ab hier. Zack, und wieder noch rüber weg. Dritter Kampf macht schon Spaß irgendwie. So, alles dieses Ausweichen, okay.
Oh, jetzt haben sie mein Vieh umgebracht. Die Schweine. Also diese komischen Fliegen wieder. Niederschlagen. Schlagen wir nieder. Zack. Da geht er down. Was ist das für ein Riesenvieh hier? Mein Gott, was hält denn da für ein Riesenvieh rum? So. Noch eine Hinrichtung brauchen wir. Au, 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 au. Das tut mir jetzt noch einmal so weh hier. Aber weg. Weg, 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 weg. Gehen wir mal live fix hier. Dankeschön. Wenn du den stärksten Uruk den Mordor willst, lass meine Schildträger in Ruhe. Ich bin doch hier. Okay. Müssen wir den noch umbringen? Ein Hinrichtungstod brauchen wir aber noch. Ja, geht doch. Zack, die Schleichtötung hat gleich getroffen. Er brennt sogar. Ich räche mich für hinterhältige Waldläufer-Tricks. Buschcreme. Okay. Wilder Konter. Ah, wieder vor dem Knopf. Boah, was ist das denn? Und da ist der scheiß Konter. Erstmal hier ein bisschen Feuer machen. Viel zu viele Apps. Stirb! Ich hab noch eine Menge Puste Bleichhaut. Und du? Trotzdem tot. Oh Mann, ey. Ohren zu halten. Hier sind wir wieder vor der Wand, da hochzuklettern. Hä? Von diesem fetten Vieh wurde jetzt irgendeiner hier im Hintergrund getötet. Okay. Gib mir erstmal live. Dankeschön. Boah, die mit ihrem Konter hier immer. Jetzt. Aua. Und wieder dieser scheiß Konter. Oh Mann. Gehen wir mal nach hier. Noch mehr. So, weiß er noch, wo wir sind? Oder kann man jetzt wieder so einen Schleichangriff starten? Kann man tatsächlich. So, jetzt rutscht aber nicht den Tod. Zusatzquest haben wir auch. Und da sind wir Stufe 11 geworden. Das ist gut. Genau. Zur Quest. Tankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Du wirst nicht Informationen.
Was bedeutet denn eigentlich dieses komische Symbol? Außenposten? Durch Bestien auf die Stelle getötet werden. Gut zu wissen. Wir laufen einfach weiter hier. Also langsam komme ich einigermaßen mit der Steuerung klar, muss ich mal sagen. Anfangs habe ich mir echt einen abgebrochen teilweise. Aber so langsam wird einigermaßen. Wenn ich fertig bin mit dem Spiel, kann ich es wahrscheinlich. Ja, gibt viele Erfahrungspunkte. Dann machen wir es auch gleich mal. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen! Beuge dich deinem Schicksal! Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen, koste es, was es wolle. Wir können Leben retten, wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen. Brauchen Sie Hilfe? Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zuschauen, schon wieder rum. Und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Danke fürs Zuschauen. Morgen machen wir weiter. Bis denn. Ciao.